Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen back auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und Digga, ey, wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat oder vielleicht auch nicht viele mitbekommen haben, Barello wurde gepackt in Frankfurt, ne? Ja. Der Mann wollte einmal einen schönen Ausflug in Frankfurt machen, ne? Er hat bestimmt gehört, Frankfurt, schöne Stadt und so, dies, das, Digga. Aber, ja. Wird verfolgt, Digga, und ja. Lass uns das nicht entgehen, wir werden auf jeden Fall darauf. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was der Bro zu sagen hat, Digga, ne? Ich bin gespannt. Es ging auf jeden Fall ab. Er hatte richtig Angst, habe ich gesehen in seiner Instagram-Story und so. Wir gehen da rein. Barello wurde gepackt auf Echtzeit. Aber es war klar, dass er früher oder später gepackt wird. Ne? Muss man sagen, Digga. Wir gucken. Let's go. Hallo Leute. Oha. Ja. Wie ihr gestern mitbekommen habt. War Pause? Ich hatte Streit. Ich dachte erstmal, das war nur für Thumbnail-Dings und so. Das bearbeitet. Nee, das ist schon. Er wurde also richtig real. Gepackt. Das ist schon crazy auch, ne? Krass, okay. Ich hatte Stress. Leute, ich war gestern live auf Twitch. Ich habe Sachen erzählt, dies und das. Und dann hat einer geklopft. Das war mein Kumpel. Wir wollten Shisha bauen, so, weil wir haben einen Song aufgenommen. Wir sagten so, okay, nach dem Song und so ein bisschen chillen, so ein bisschen feiern mäßig. Ach, wurde da gar nicht. Ach so, das ist gar nicht Frankfurt. Hä, andere Sache? Wie? Also in allen Frankfurt war ja die Sache, der wurde, die, Digga, dieser Sam, ne, der wollte ihn unbedingt packen. Der hat Instagram-Story auch dazu gepostet und so. Ah. Er so, ey, ich habe Sello Abi angerufen in der Zeit, dies, das, aber er ist nicht rangegangen und so. Weil die haben ihn richtig gejagt und der ist vor denen abgehauen. Aber hey, jetzt anscheinend andere Story, ja? Gucken wir mal. Und wir sind, Shisha war ein bisschen gechillt, ne? Danach sind wir losgefahren, wir wollten nach Hause, weil ich habe gesagt, ich muss auch nach Hause und so, ne? Weil ich bin ja in Frankfurt seit 2 Tagen. Ah, guck dann. Ja, Leute, von Shisha Bar und so sind wir dann zum Auto gelaufen. Ich laufe ganz normal und so. Ich bin mit dem Kumpel, mit dem ich Song aufgenommen habe. Was passiert, Jugendliche, einfach aus dem Nichts so. In meinem Alter, was heißt Jugendliche, Leute, ja, also in meinem Alter so, scheinen aus Ecke Barello, also ich habe mich gedreht und so, ne, weil ich dachte, die wollen Fotos und so. Ich warte sogar auf den, ne, die waren ein bisschen weiter weg und auf einmal, Leute, ich links, rechts, ich bekomme, auf mich wurde die auch getreten. Ach krass, boah, und, wie hinterhältig, Digga, das ist ja geisteskrank, Digga. Haben die es einfach so gemacht? Hey. Anscheinend nicht mal Leute, mit denen er Beef hat. Ja, anscheinend irgendwelche Leute, die einfach da waren so, das ist aber das ist geisteskrank, hä, krass. Meine Tasche wurde auch geklaut, Leute, ne, ich glaube das alles, weil die dachten, ich habe viel Geld dabei und so, keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe, ich hatte nur 600 Euro ungefähr dabei, ich schäme mich. Nur 600 Euro auf Locker, Digga, ist auch schon gut Geld, ne, einfach dabei haben. Bruder, ich habe, also bei mir, mich abzuziehen lohnt sich gar, Digga, ich habe nie Geld. Jetzt in Thailand habe ich hier ein paar Euros, Digga, dies, das, weil hier musst du manchmal mit Scheiben zahlen, aber sonst in Deutschland nur Apple Pay, ihr wisst selber, Apple Pay so wie Monopoly, so. Na, in so einer Lage ein Video zu machen, weil wir mich kennt und so, Leute, ich mache auch immer Spaß und so, keiner kann mir was, keiner kann meine Eier was, Leute, ich bin auch ein Mensch, natürlich können die Leute mir was, ja, dass du für meinen Livestream und so, ja, ist ja nicht so, das dass krass. Keiner mich hauen kann, ihr wisst doch, wie ich mich hau und so, ihr wisst doch, wie ich kämpfe, ist ja nicht so, dass ich der krasseste Kämpfer bin oder was auch immer. Und mit Frankfurt, Leute, habe ich hier abgeschlossen, ne? Ich komme eh nie wieder nach Frankfurt. Frankfurt, kein Ort für Barello, habt ihr jetzt gemerkt, Digga, ne? Also einmal wird er verfolgt und einmal wird er angegriffen. Jo, das ist krass, Digga, von unterschiedlichen Leuten sogar, das ist das Ding. Ne? Deswegen, man sagt nicht umsonst Frankfurt Crack City, Digga, da geht die Action ab. Crazy. Nein, im Hintergrund. Ich habe mich mit Frankfurt eh nie was zu tun gehabt oder so. Das erste Mal in meinem Leben in Frankfurt, ja. Heftig. Aber ich höre auf alles, ne? Alle solche Sonderschüler, solche Junkies. Oder Frankfurt ist jetzt zu viel. Jetzt ist er trägt. Diese Ansage auch schon wieder, ne? Alle Sonderschüler. Hat er sich, glaube ich, nicht beliebt in Frankfurt gemacht. Und ja, es wird schwierig für ihn auf jeden Fall, wenn er nichts von dahin geht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja. Nachdem es passiert ist und so, dass meine Tasche geklaut wurde und so, mein Kumpel ist einfach abgehauen, Leute, weggelaufen. Und mein Auge sieht noch okay aus, ne? Im Gegensatz zu meinen Rippen, ja. Ich hoffe, die sind nicht gebrochen oder was auch immer. Ja, ich habe sogar Infusion jetzt bekommen. Ach krass, Digga. Auch besser Kumpel auf jeden Fall. Ja, okay, aber es kommt immer darauf an, wie viele Leute das auch waren, ne? Digga, wenn das 10 Leute ist, ja. Also ich sag ehrlich, ist schwer, Digga. Ich würde nicht weglaufen. Aber eigentlich läuft man echt nicht weg. Also jeder ist halt anders, ne? Aber man versucht halt ein bisschen seine Kumpel zu schützen, weil wenn die gegen 2 kämpfen, ist es halt ein bisschen schwieriger als gegen einen, ne? Also ja, Digga, also ich finde. Da würde ich schon mit meinem Kumpel, glaube ich, gemeinsam kassieren. Okay. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir am besten zusammen. Ja. So. Es ist peinlich, in so einer Lage zu sein, Leute, und so ein Video zu drehen, aber
Diese Menschheit heutzutage, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja, mir fehlen die Worte. Ich bin hier im Krankenhaus und so, ne? Ich bin ehrlich, viele, viele Leute werden sich... Im Krankenhaus? Sieht ja, da sieht man noch sein Oberteil. Ja, okay, Oberteil, aber irgendwie sieht das nicht so aus wie Krankenhaus, ja? Also sieht nicht aus wie ein Bett auf jeden Fall. Das sieht so, weiß nicht. Stell dir mal vor, Barello verarscht uns alle wieder. Digga, das Ding ist, Barello weiß halt echt nicht, ne? Bruder, kann sein, Digga, ich weiß es nicht. Ich vertraue diesem Mann nicht zu 1000%. Aber wir glauben ihm jetzt einfach mal, ne? Und so, endlich hat er kassiert, endlich. Weil es gibt Menschen, die sind schadenfroh. Die freuen sich, wenn die einen so sehen. Aber ich würde das niemand wünschen, so, ne? Nicht mal meine Feinde, so. Mein Handy ist weg. Oh. Ich hatte zwei Handys. Eine habe ich für aufnehmen, eine für normal, so, ne? Ich filme das mit einem normales Handy. Handy ist weg. Meine Bankkarte ist weg. Mein Geld ist weg. Einer von denen, ne, kam mir sogar bekannt vor, so, ne? Ich weiß nicht mal, wer das war. Ich werde noch rausfinden, wer das war, Leute. Ne? Ich werde Nachspiel geben, ja. Vertraut mir. Da haben die Leute auch die Polizei ge... Ich hoffe, das Nachspiel wird jetzt nicht so, dass... Ja, also, jedes Feuer mit Feuer kannst du nicht miteinander. Weil wenn du Rache machst und so, Digga, das wird nur... Es kann kein Ende, es kann auch sein, dass es dann gar kein Ende hat, weil die Leute sind ja auch stolz und so, ja, und dies, das, Digga. Sehr, sehr, ihr wisst doch, Stolz ist eines der schlimmsten Sachen, Digga, ne? Ja, ich bin zum Beispiel ein richtig stolzer Mensch. Ja, ey, Digga, man muss auch immer nachgeben, ich ehrlich. Ja, es ist passiert so, ne? Es ist kacke, aber man muss jetzt nicht unbedingt auf Rache aus. Ah. Die Leute werden sich bestimmt auch damit brüsten und vielleicht auch irgendwann in die Öffentlichkeit kommen und so. Das kann auch sein. Ja, wir haben Barello gebraucht. Voll cool, voll krass auf jeden Fall, Digga. Gangster seid ihr. Und so krank waren und... So, ich musste nochmal eben Blutzucker messen. Mhm. Ja. Ja? Ja, ich denke immer die ganze Zeit, das kann gespielt sein. Ich schwöre, Digga. Das ist schon wieder ein bisschen sass. Digga. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Okay. Also soll mal die Geräte und so zeigen. Ich will mal den Raum sehen einfach. Taucht mit seinem Bart auch noch, Digga. Ja, das ist auch crazy. Ah, das ist krass. Hä? So. Komischer Schnitt. Das war's auch. Mhm. Der Arzt kommt gleich. Oh! Leute. Oder sei mal ehrlich. Digga, das weiß jetzt nicht. Bin ich ja auch nicht mehr sicher. Ich bin, Digga, ich weiß. Was ist das aber auch für ein Bett? Oder noch nie sowas gesehen, ja? Das ist kein Bett, das ist Sofa, ne? Ehrlich. Ja. Das sieht auf jeden Fall, auch der Schnitt, was sagst, auch die ist, der Arzt kommt gleich. Das Schlimmste daran ist, ne, die Leute nehmen das viel zu ernst. Er hat so ins Team gesagt, er hat das gesagt, er hat das gesagt. Leute, für mich ist das nur Unterhaltung. Das ist nur Kunst und so, wenn ich sage, keiner kann ja was, keiner. Jeder, der ein bisschen denken kann, weiß schon, dass alles nur geschauspielert ist, dass auf lustig ist und nicht ernst gemeint ist. Nicht nur bei mir, sondern bei keinen Leuten. Keiner verdient so gehauen zu werden. Ja. Wozu, Leute? Wir sorgen für Unterhaltung, wir sorgen für euer Ding, damit ihr Spaß habt, ja? Damit ihr unsere Videos schaut, damit ihr unsere Streams schaut und dass ich einfach so aus dem Nichts gehauen werde und so. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Man kann mich auch hassen, man kann mich lieben, man kann... Auch wenn einer mich hasst vom Herzen und so. Wozu? Wozu diese ganze Sache? Warum muss ich einfach kassieren? Oder warum muss man mich schlagen, wenn einer mich vom Herzen hasst? Du kannst einfach blockieren und diese Person schaust du nie wieder. Dass du einen schlägst und so, das ist keine Lösung. Auch wegen Geld und so, ne? Wegen 600 Euro und so. Diese 600 Euro hat dich noch nicht reich gemacht. 600 Euro ist nicht... Nicht die Welt. Du kannst einen Schaden und so mit dem Geld, was du geklaut hast. Weil vielleicht habe ich das gebraucht, vielleicht muss ich was machen mit dem Geld. Dass man einfach sowas... Ich bin ehrlich, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese Menschheit, ja, heutzutage, ich höre... Ich habe überall Schmerzen, Leute, ja. Ich glaube schon, echt. Alter, einmal die Kamera drehen, Mann. Ich hoffe, jetzt nichts passiert, nichts Schlimmes und so, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, allein, dass diese Leute mit sich nicht beschäftigen mit anderen Sachen, sondern mit mir und so, ja,
Es gibt so schöne Dinge auf dieser Welt und so. Macht doch was aus euer Leben. Und Leute, ich sage euch eine Sache, ne? An die Jungs, die da waren und mich geschlagen haben. Guck mal, bei Gott, ich schwöre auf alles. Schreib mir auf Insta. Guck mal, ihr braucht keine Angst zu haben, auf Insta zu schreiben wegen Anzeige. Ich könnte schon längst eine Anzeige machen. Ich will mit euch kämpfen. Eins gegen eins, wo ihr wollt. Ob im Ring, ob draußen, ob in Veranstaltungen. Der Mann ist im Krankenhaus, der macht einfach eins gegen eins Ansage, das ist auch crazy, Bro. Ehrlich. Keine andere. Er hätte mal sagen sollen, wie viele Leute ihn angeschaut haben. Ja, der hat viele Leute, Bruder. Ja. Viele Leute können plus 3 sein. Kann 5 oder sein. Oder 10. Das kann alles. Digga, die Zahl ist halt, Bruder, dass sein Freund weggelaufen ist. Ja. Oder gegen 3 Leute läuft sein Freund doch nicht weg. Oder gegen 4. Das kann aber auch sein. Ja. Das kann alles sein. Ich werde dich. Wir können 1 gegen 1 machen. Ihr seid voll. Ihr seid 6 Personen, Alter. 6 Personen. Dass man zu 6 auf einen gehen, Leute, sowas. Das ist mehr als ehrenlos, ja. Wenn du ein Mann bist und was geplant hast, dann komm doch alleine. Oder allein, dass er davon ausgeht und so, ne, dass er kassieren könntet von mir. Das. Blamage, Leute, Blamage, ich schwöre. Was ich noch schlimm finde und so, wegen meiner Familie und so. Wegen meiner Mutter, wegen alle, die mir schreiben werden, die sich Sorgen machen werden. Ihr müsst so eine Sache überlegen, Leute. Wenn ihr einen schlägt oder wenn ihr einen was antut, nicht er, Leute, sondern die Familie. Auch, ja. Jetzt werden auch Leute live gehen, werden sagen, das war von mir, ich habe meine Leute geschickt. Das hat mit keinem was zu tun. Die Leute sind einfach aus dem Nichts da gekommen. Die waren irgendwelche Junkies, Alter, die Geld machen wollten. Die dachten, guck mal, wir klauen was von Barello, wir hauen ihn. Aber ich weiß nicht, Leute, da ich nicht sehen konnte, ob die mich aufgenommen haben, ja. Kann sein, es kommt hier ein Video raus, kann sein, es kommt nichts. Okay? Ich weiß nichts, Leute, ja. Ich weiß wirklich nichts. Es gibt ja die Schlägerei von den einen, ja, Rapper, wo der geschlagen wurde. Zero Dicks, ne? Ja, Zero Dicks, Digga, das ist ja auch kein Spaß. Ja, den haben die echt zersägt. Hat ja richtige Schäden davon getragen. Ja. Und man muss sagen, der, wie lange haben die geschlagen? 30 Sekunden, 20 Sekunden? Ja, auch mit 60 Mann, Digga. Und die Leute unterschätzen das ein bisschen. Ja, safe. Mir geht's gar nicht gut jetzt, ja. Und wenn ihr Eier habt, ne, an diese Person, wenn ihr ein Video gemacht habt, da poste das und zeig, was für Pfosten ihr seid, ja? Zu 6 auf eine Person. Zeig mal das Video. Das ist nicht mal cool. Hätte einer mich alleine gehauen, also würde ich sagen, würden alle sagen, wow, hat gut gemacht, aber zu 6. Doch, wow, hat er gut gemacht. Hat mit Wendigkeit nichts zu tun. Lieber werden wir das im Ring 1 gegen 1 klären. Sonst werde ich das komplett anders klären, Leute, ja? Es sind böse Enden. Heftig, ja, heftig, 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 Digga. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, ja. Also, gute Besserung auf jeden Fall an Barello, ja. Es sieht auf jeden Fall schlimmer aus, als es ist. So, also, es sieht echt nicht gut aus, Digga. Ja, falls das stimmt. Er konnte sich ja nicht bewegen und so hat er ja gesagt. Falls das nicht stimmt, wir hatten auch unsere Zweifel. Ja, falls das nicht stimmt, Digga. Nein, aber ich glaube, das stimmt schon. Sieht auf jeden Fall so aus. Also, Frankfurt ist auf jeden Fall, ihr merkt selber, Digga, Frankfurt ist kein Spaß, ne? Wenn du in Frankfurt nicht beliebt bist, Bro, die packen dich auf Echtzeit. In jeder, ich glaube, kommt auch drauf an, wer man ist. Und ja, natürlich. Oder es kommt immer drauf an, wer du bist, Digga. Denkst du, Arafat wird in Frankfurt angefasst? Digga. Schwer. Auch eine andere Sache so, ne? Schwer. Bei Barello, die wissen ja so, dies, das, sing. Ah, krass, ja. Schreibt eure Meinung mal zu der ganzen Sache auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ne? Like das Video. Gebt ein Abo, falls noch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.